Ich will nicht mehr. Hallo, ich bin's, Kimlian. Und heute, Leute, werden wir fit. Das hat sich gereimt. Rhyme Time. Ergibt das Ganze einen Sinn? Nein, dafür kommt's von Kim. Heute, Leute, werden wir fit. Pamela versetzt mir den Arschtritt. Pamela reimt von Instagram. Wer will auch nicht so aussehen? Schade, dass das viel Disziplin kostet. Deshalb bleibe ich bei meinen Ben & Jerry's Boxen. Alle, die meine Instagram-Stories gucken, wissen, bei mir gibt es halt jeden Abend literally einen halben großen Becher Ben & Jerry's, kann man sagen. Aber lassen wir das, sonst breche ich das Video gleich wieder ab. Ich, dieser Mensch, wird nämlich ab heute auf das alles verzichten. Ich werde mich so ernähren wie Pamela Reif und so Sport machen wie sie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf Level 0 bin, aber ich glaube, ich bin sehr weit von dem Level entfernt, auf dem sie sich bewegt. Denn man muss sagen, also so ein bisschen hier hat die Isolation ihre Spuren hinterlassen. The time has come. Ja, wieder zu gucken, was ein bisschen Disziplin einem bringt. Ah, jetzt seht ihr das ganze Chaos da im Hintergrund. Egal. Es ging mir immer darum, mehr Muskelmasse zu haben, um noch mehr essen zu können quasi. Weil je mehr Muskeln, desto mehr Energie braucht man. Und das finde ich ein ziemlich geiles Konzept irgendwie. Pamela Reif hat auf jeden Fall so ein Programm, was sie irgendwie in ihren Insta-Stories wöchentlich postet. Und hiermit starten wir unser Experiment. Ah, sie hat mich echt auf eine andere Art und Weise gefordert. Ich bin echt teilweise wie so ein Körperklaus da rumgehüpft und habe überhaupt nicht gecheckt, was sie eigentlich von mir will. Hier haben wir schon alles aufgebaut, was wir für Pamelas erstes Frühstücksrezept brauchen. Eine gefrorene Banane, Kakaopulver, Haselnussmus, Mandelmilch. Das waren 200. Dattel, ein Teelöffel Zimt, eine Prise Salz. Ich habe mich jetzt voll drin verloren. Ich glaube, das ist jetzt voll versalzen, aber egal. Ist da jemand verliebt? Das Ganze ist noch relativ flüssig. Machen wir noch die Deko schnell. Wenn das nicht aussieht wie der Himmel selbst. Das schmeckt, als hättest du Schokoladeneis reingepackt. Nach ein bisschen Arbeiten kommen wir jetzt auch schon zum Mittagessen. Wir haben hier die verschiedensten Sachen drin, von Süßkartoffeln über Gurken bis Radieschen, bisschen Kresse, Spinat und ein bisschen Gewürz noch on top gedrizzelt. Und jetzt gibt es den Taste Test. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte mir noch so, ich glaube, das wird eine trockene Angelegenheit. Aber es schmeckt durch die Süßkartoffel, als wäre halt echt so ein cremiges Dressing dabei. Ich lieb's. Es gibt einen kleinen Notfall wieder mal im Triops-Aufzuchtbecken. Guck, er liegt falsch rum da. Für alle, die by the way mein letztes oder vorletztes Video nicht gesehen haben. Ich habe Pupsi selber aus einem Urzeit-Dino-mäßigen Ei gezüchtet. Und ja, ich finde es genauso cool, wie das klingt. Manchmal zuckelt er halt auch so rum, wenn er seine Schale häuten will. Ich werde trotzdem mal kurz einen Wasserwechsel machen. Na, das gefällt uns. Zum Abendessen gibt es jetzt noch eine leckere Quinoa-Bowl. Ich sehe gerade, es sieht aus, als wäre ich hier nackt, aber nein. Geil! Einziges Problem ist, ich merke jetzt schon, dass ich davon nicht satt werde. Also ich denke, wir werden nachher nochmal einen kleinen Snack machen. Da sind jetzt Datteln, Nüsse, Cranberries, Haferflocken und Acai drin. Und jetzt werde ich mir hier wie so ein Eislord die Bälle formen. Ich hoffe, es schmeckt besser, als es aussieht. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Also eines fällt mir direkt schon mal auf. Ich hätte irgendwie kleinere Kokosraspeln verwenden können. Aber es geht ja um den Geschmack. Wow, das ist crazy. Die sind nicht zusätzlich gesüßt und es schmeckt, als hätte man 3 Liter Honig reingekippt. Im positiven Sinne. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Hautpflege und wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, Leute. Ich bin richtig pumped für Tag 2. Das Frühstück ist schon so gut wie vorbereitet. Süßkartoffeln, Mandelmilch, Kokosmilch, eine Prise Salz, ein Teelöffel Zimt, Muskatpulver, sehr würzig, eine Dattel, etwas Proteinpulver and mix it. Und Topping. Baby, was hältst du davon, ha? Sehr gut. Es ist halt auch echt eine Bowl für alle, die es nicht so super süß mögen. Danach geht's gleich zum Training. And who is he? Ist es ihr Boyfriend? Ah, ich will nicht mehr. Ich
glaube tatsächlich, dass Pamela eine der meistbeschimpftesten Menschen der YouTube-Welt ist. Einfach, weil man sich so ärgert, dass man es selber nicht auf die Reihe kriegt. Und sie macht es so, als wäre es einfach nicht. Jetzt will ich gerne dieses Bild hier nachstellen. Ich sehe jetzt schon, dass Leben mir durch das Bild rennen wird. Ich freue mich jetzt schon sehr auf was Warmes zu Mittag. Es gibt nämlich nochmal das Gleiche wie gestern. Ich habe da extra so ein bisschen mehr gemacht, damit ich heute nicht schon wieder neu kochen muss. Ja, hallo, bye, bye. Willst du mit mir jetzt meine tollen Pamela nachgestellten Bilder bearbeiten? Abendessenszeit. Wir haben hier Zucchini und Tomaten und Spinat, ein wunderschönes Ei und ein bisschen Lachs. Es ist so simpel, aber wirklich frisch und leicht. Ein Erfolg! Fast mein ganzes Make-up hat sich mittlerweile verabschiedet. Und den Rest werden wir jetzt hier noch beseitigen. Zuallererst setzen wir uns aber meine kleinen süßen Öhrchen auf. Wischen noch die letzten Reste weg. Ich finde gerade im Sommer ist es super wichtig, sich gründlich abzuschminken. Auch nach dem Sport sogar gehe ich sehr, sehr gründlich mit der Luna 3 von Foreo da rein. Ich habe das Gefühl tatsächlich, weil ich engere Poren habe und der Teig und diese vermehrte Ölproduktion im Sommer dann nicht so ganz abfließen kann, so eklig das klingt. Aber da helfen diese super hygienischen Silikonborsten der Luna 3 super. Man muss generell auch den ganzen Bürstenkopf nicht wechseln. Heißt, das Baby ist auch noch sehr, sehr umweltfreundlich. Zuallererst verbinde ich mein Baby mit der Foreo App. Die weiß nämlich Bescheid über den Reinigungsablauf und zeigt mir dann auch quasi, wo ich wie lange reinige und stimmt das perfekt ab auf die Haut mit 16 Pulsationsstärken. Da wird die Haut dann durchblutet und strahlend straffer. Und das Coole dran ist, dass es quasi ein 2-in-1-Gerät ist. Eine T-Sonic-Reinigungsbürste und ein straffendes Massagegerät fürs Gesicht und den Hals in einem. Und jetzt schaut euch diesen Glow an, Leute. Ich liebe es. Die Foreo Luna 3 gibt es übrigens auch in 3 unterschiedlichen Varianten, damit alle Hauttypen abgedeckt sind. Wie ich heute Mittag schon prophezeit habe, habe ich immer noch Hunger. Deshalb gibt es heute einen sehr, sehr geilen Snack. Und zwar machen wir so eine kleine Bowl mit Keksteig, also so Cookie Dough. Also an echten Keksteig kommt es für mich persönlich nicht dran. Aber wenn man sagt, man will eine gesunde Woche machen, dann kann man sich das auf jeden Fall auch mal gönnen. Guten Morgen, Freunde! Ich war so unmotiviert nach dem Aufstehen, dass ich beschlossen habe, das heutige Pamela-Workout im Gym durchzuziehen. Hello! Das ist total voll und alle schauen einen komisch an. Aber ich habe mich jetzt auf jeden Fall kurz aufgewärmt und heute werde ich ein bisschen Bauchfokus machen. Einfach, weil ich hier schön mein Matratzeneck habe und dann nicht jeder zuguckt. Und außerdem ist Pamela ja die Sixpack-Queen. Ich will gar nicht wissen, wie lange man an ihrem Bauch arbeiten müsste. Puh! Ich freue mich jetzt schon auf eine Dusche und das Frühstück. Die Salted Caramel Bowl ist einfach das Beste überhaupt. Deshalb gab es die jetzt wieder. Ich bin auch schon wieder frisch geduscht. Das ist voll schön flossing. Fällt dir eigentlich irgendwas auf? Detailliert ist er schon. Detailliert? Okay, that's what we wanna hear, ladies. Ich bin jetzt, um ehrlich zu sein, auch schon ready für das Mittagessen. Das wird auch eines sein, das ich schon hatte. Ich muss nämlich noch den Lachs aufbrauchen. Wir gehen jetzt mein Foto posten. Caption is done. Teilen wir direkt. Tada! Hey, Britney, that's not me. Da haben wir mich. Na bitteschön. Die ganze Fotostory von Rillys Fotobomb. Ich bin gespannt, ob jemand da schon gecheckt hat, worum es in diesem Video geht. Wir haben hier jetzt eine Mixtur aus Karotten, Erbsen, Pilzen, Ei, Zucchini, ein bisschen Spinat. 30 Minuten später. Nein! Es ist ein bisschen verbrannt, aber es geht noch. Ich hab's angefasst. Wie dumm kann man sein? Es sieht on camera nicht so geil aus, aber darum geht es ja nicht, wie immer, sondern um den Taste. Nicht mein absoluter Favorit, aber es ist wirklich gut. Ich bin so am Schwitzen. Freue mich schon gleich aufs Abschminken. Anschließend habe ich auch wieder meine Foreo Luna 3 zur tiefen Reinigung verwendet, wie jeden Abend. Und jetzt gönnen wir uns auch noch die UFO 2. Das ist das perfekte Team für einen idealen Summer Glow. Das darf ich heute auch noch im Laufe dieses Videos verlosen. Das Ganze ist ein Maskenbehandlungstool, zu dem es die verschiedensten koreanischen Maskensheets gibt. Das Coole dran ist, dass die tatsächlich nur 90 Sekunden brauchen zum Einwirken, statt 20 Minuten wie bei herkömmlichen Sheetmasken. Feiere ich besonders, weil dann komme ich auch in stressigeren Zeiten sogar 2 bis 3 Mal die Woche dazu, mir so einen Spa-Moment zu gönnen. Ich wähle dann je nach Tagesverfassung meiner Haut eine aus diesen Masken hier aus. Heute die Youth Chunky. Das Coole ist, dass die Masken alle ohne Parabene, Silikone und Mineralöle sind, mit super hochwertigen Extrakten. Die kann ich hier hinten auch direkt einscannen in der App und dann wird der zur Maske passende individuelle Behandlung
Entgiftungsablauf im UFO aktiviert. Die hier wirkt jetzt glättend und lässt meine Haut dann auch jünger erscheinen. Das ist besonders gut, weil ich ja gerade mit Pamela Reifs Workouts 30 Jahre gefühlt altere. Genauso wie bei der Luna 3 gibt es ja auch die T-Sonic Pulsation, um die Serum dann tief in die Haut einzuarbeiten. Und ich liebe vor allem auch die Wärmefunktion. Die ist super angenehm und öffnet perfekt die Poren, damit die Wirkstoffe tief hineinkommen in die Haut. Und das ist dann das Ergebnis des Glows. Also Linien kann ich da keine mehr erkennen. Tatsächlicherweise wirken auch die 8 verschiedenen Lichttherapien gegen Pickelchen, Flecken oder eben feine Linien. Schlafshirt habe ich jetzt auch schon an und ich freue mich jetzt mega auf diesen geilen Cookie-Teig noch. 22.22 Uhr, wir dürfen uns alle was wünschen. Wer mir auf Instagram in den Stories folgt, der weiß schon, dass ich diesen Spleen habe. Nighty! Ich habe so Muskelkater, aber es gibt nur eine Richtung und die ist nach vorne. Deshalb beißen wir uns durch den heutigen Tag. Meanwhile, really so. Das ist ein Leben, ha? Huh? Hier habe ich jetzt schon die ganze Food Prep und Pamela packt das in den Ofen. But ain't nobody got time for that. Beim Backofen geht es ihr auch darum, dass man kein Öl verwenden muss, aber das muss man mit einer guten Teflonpfanne auch nicht kennen. Ganze 7 Minuten. Sieht das doch recht ähnlich aus wie ihr's. Ich glaube, man soll das Eigelb vielleicht sogar vermengen mit dem Rest, damit so ein bisschen eine Soße kommt, weil auch hier habe ich wieder das Problem, dass es mir zu trocken ist. Generell, Zucker ist Pamela gar nicht. Es gibt kein Fastfood, keinen Alkohol, keinen Kaffee. Und das, was es gibt, gibt es zwischen 12 und 20 Uhr, zumindest laut der Quelle, wo ich diese Infos her habe. Relativ crazy finde ich, dass sie tatsächlich nur bis zu 20 Minuten vor dem Essen trinken darf und erst eine Stunde danach wieder aufgrund von der Verdauung. Von mir gibt es auf jeden Fall Respekt an Pamela mal wieder dafür, dass sie das so durchzieht. Kennt ihr diese Tage, in denen man einfach nur kurz eine Kleinigkeit putzen will und am Ende prokrastiniert man mit seinem Lern- und Arbeitszeug und reinigt den ganzen Tag? So einen Tag hatte ich heute. Das Einzige, für das ich mir auch Zeit genommen habe, ist die Reste des Vortages zu Mittag zu essen, den Gemüsekuchen und mir meine Bowl beim Fernsehen reinzuziehen. Ein bisschen zu gierig. Abgeschminkt habe ich mich jetzt auch gerade schon. Das Gesicht ist so richtig quietschsauber jetzt. Und bevor ich mich ins Bett schmeiße, möchte ich noch kurz das hier mit dir ausprobieren. Das ist ein Mini-Mikrofon. Guck mal, wie klein das neben meinem Gesicht ist. Dann würde ich sagen, stecken wir das jetzt mal an die Kamera an. Rest in peace, alle Leute, die gerade mit Kopfhörern zuschauen. Das Ding hat einfach nicht funktioniert. Seid froh, dass ihr nicht wisst, worüber ich gerappt habe. Wer es in den Kommentaren errät, kriegt einen Keks. Good morning! Na, 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 na. Apropos good morning, es ist gar nicht mehr morgens, sondern schon nachmittags. Zum Frühstück gab es heute nochmal die Süßkartoffelbowl. Und zum Mittag hatte ich gerade vorhin eine Proteinbowl mit Seitan und ganz viel Gemüse. Nochmal kurz hier die Kommentare checken, ob jemand das heutige Videothema erraten hat. Sport oder Self-Tan? Ja, das kommt hin so. Orange, wie ich auf dem Bild aussehe. Wann kommt ein neues Video? Immer sonntags. Eine Woche extrem viel Sport und dann zeigen, was am Ende rauskommt. Liebe Lilly, woher weißt du das? Eine Woche lang die Pamela Reif leben. Und da auch. Was soll ich sagen? Wir kennen uns halt mittlerweile schon zu gut. PS, du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen. Shameless Self-Promo. Kein Tag ohne Snacks, Leute, sonst komme ich hier nicht über die Runden. Wie gesagt, ist auch alles unten in der Infobox verlinkt. Und da soll man jetzt die Masse drauf verteilen. Well. Vielleicht schieben wir das alles zusammen auf eine Seite. Oh, das riecht wie der Himmel. Wow, das schmeckt original wie so ein etwas juicigerer Müsli-Riegel mit frischen Früchten. Und danach bin ich jetzt auch schon perfekt gestärkt für meine Session im Gym. Ich habe gesehen, dass Pamela eben auch im Fitnesscenter brav trainiert. Da habe ich mir einfach aus ihrem Story-Highlight so ein kleines Workout zusammengestellt. Alles in allem kann ich zu dieser Woche sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass mit so wenig bis gar keinem außer dem eigenen Körpergewicht die Übungen doch so schwer sind. Obwohl ich dachte, dass ich mir im Fitnesscenter schon Muskeln angepumpt habe. Also die Frau hat auf jeden Fall einiges drauf, muss ich sagen. Essenstechnisch, die Tage waren sehr durchwachsen. Eins geiler, eins weniger geil. Ich habe jetzt hier so eine Bowl noch gemacht mit ein bisschen Paprika und Zucchini, Schafskäse und mit Seitan. Ja, Kim, und wir wollen dich jetzt nicht 100 Jahre essen sehen, sondern deine Ergebnisse vorher, nachher. Hier sind sie, Leute. Also es hat sich in dieser Woche schon einiges getan, finde ich. Ich bin nicht mehr so aufgeschwemmt auf jeden Fall. Und trotzdem immer noch speckig, wenn ich so mache. Ich habe, glaube ich, mehr Wasser verloren als wirklich Fett. Das ist halt auch immer die Sache bei solchen kurzzeitigen Diäten. Aber trotzdem fand ich den Effekt ganz cool zu sehen. Wobei eigentlich everybody is perfect. Ich meine, Sport und gesunde Ernährung und so ist gut und schön. Aber ich finde, eine Balance sollte
Sicherheit schon auch da sein, dass der Spaß am Leben nicht verloren geht. Ich habe, by the way, jetzt gleich noch eine Verlosung für dich, also bleib dran. Lass du mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, was du für einen Sport betreibst oder bei was für Sport du gerne zuschaust. Und jetzt alle so, Cricket, Schach. Spaß beiseite, mit der Antwort auf diese Frage kannst du jetzt unten in den Kommentaren die Luna 3 und UFO 2 von Foreo gewinnen. Vielen lieben Dank an Foreo an dieser Stelle auch für diese Möglichkeit, das zu verlosen. Die Infos dazu findest du natürlich auch unten in der Infobox. Und ansonsten können wir uns jetzt auch gerne auf meinem Instagram-Account sehen oder auf meinem Vlog-Kanal. Oder wir sehen uns ganz einfach in meinem nächsten Video. Bye!